Gabi ist Besitzerin von drei Shapai und Teil der Initiative Preservation and Diversity of Shapai. Warum bist du Teil der Initiative? Weil für mich diese uralte Rasse die beste Rasse der Welt ist. Sorry, nach bester Rasse der Welt konnte ich nicht anders. Gabi, ich weiß, dass du deine Hunde alle sportlich führst. Warum? Weil es mich selbst interessiert hat, ob diese Rasse sportlich führbar ist. Und ich mittlerweile ganz, ganz viel Spaß habe, diese Hunde im DVG trainiere gegen Gebrauchshunde und sie sehr erfolgreich bei den Prüfungen sind. Wie alt sind deine drei Hunde? Dexter ist 7,5 Jahre, der hat 6 Prüfungen. Die Elfie ist 5 Jahre, die hat 2 Prüfungen. Und die Fluffy wird 3 Jahre und da arbeiten wir an der BH. Ist dein 7,5-jähriger Dexter dein erster Shapai? Nein, ich hatte vorher schon 2 Shapas und meine Inka, die letztes Jahr mit 14 Jahren leider von mir gegangen ist, war der erste Shapai, der im DVG in Deutschland eine Begleithundeprüfung unter einem VDH-Richter absolviert hat. Käme denn für dich eine andere Hunderasse als Shapai in Frage? Nein, einmal Shapai, immer Shapai. So, dann wollen wir euch mal zeigen, über welche Hunde wir überhaupt sprechen. Das ist Elfie. Dexter, komm hier. Fluffy, jawohl, komm. Mein Junge. Zeigt euch mal. Das ist Dexter und das ist Fluffy. Fein. Ja, fein.